Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück bei Pokémon Smaragd Edition. Das zweite Mal, dass wir gegen einen Arenaleiter verlieren. Eigentlich das dritte Mal, weil wir schon den Revanchekampf gegen Ben und Sven ja haushoch verloren haben. Aber so haushoch, dass sie sich auch noch über uns lustig gemacht haben mit den Attacken, die sie am Ende eingesetzt haben, weil sie Wölkchen einfach noch so ein bisschen leiden lassen wollten. Diese alten Pisser. Ach, ich habe mir inzwischen eine kleine Taktik überlegt und ein paar Sachen ausprobiert mit vorher speichern und so weiter und so fort. Und ich habe eine Sache gelernt. Ich unterschätze Beneviento ganz gewaltig, was seine Stärke angeht. Und Beneviento wird nicht getroffen. Aha. Naja, jedenfalls, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ich unterschätze es ganz gewaltig, was seine Stärke angeht. Und wer ein Xatu mit Gedankengut einfach one-hitten kann, der sollte vielleicht auch die Chance nutzen, dieses Scheißvieh direkt auszuschalten. Nein, das, ich habe jetzt, glaube ich, 3 Testrunden gespielt, allesamt mit der Taktik, Xatu als erstes auszuschalten, und es hat jedes Mal funktioniert. Mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter, weil das Lunastein mal schneller war, mal langsamer war. Das Erdbeben von Lehmpoment, das zieht ja nicht mehr als die Hälfte ab, immer eher ein bisschen weniger. Auf die anderen hat das immer keinen Effekt. Genau, hier kommt jetzt Gedankengut, genau. So, und auch ein Lunastein mit Gedankengut hat einfach keine Chance gegen einen Spukball von Beneviento. Unsere Geheimwaffe, ey. Wirklich. Es ist unschlagbar. Es ist mehr als unschlagbar. Und deswegen gehst du jetzt darauf und du versuchst, dieses andere Viech zu paralysieren mit Feuerode im Wölkchen. Vielleicht klappt's ja. Aber auch wenn es nicht klappt, Sonnenfeld ist zum Glück langsamer. Und Lehmpomentas überlebt gerade so. Das wusste ich hingegen nicht. Na gut. Dann, wenn Lehmpomentas gerade so überlebt, setze ich da mal das Ganze. Ja doch, machen wir so. Lehmpomentas wird wieder geheilt. Beneviento schaltet Sonnenfehl aus. Wölkchen hittet Lehmpomentas schon mal an. Genau, und dann in der nächsten Runde schaltet Beneviento das Lehmpomentas einfach mal schnell aus, nachdem es ein Erdbeben überlebt hat. Guter Plan, oder? Wölkchen versucht, Heilung zu erlernen. Nein. Das Pokémon, vor dem ich früher immer am meisten Angst hatte, das Lehmpomentas, ist mit dem jetzigen Team das, was am schwierigsten zu besiegen ist. Und das, was am einfachsten zu besiegen ist. Und dieses, das in den Kopf zu bekommen, ist für mich schwierig, weil das Xatu war nie ein Problem und immer das Lehmpomentas und es hat mit Erdbeben immer alles weggeruled. Und jetzt sind wir nicht mal mit einem einzigen Pokémon in den gelben Bereich gekommen. Warum nicht direkt in der letzten Folge so? Aber wem geht's nicht mal so? Ja, man hat mal gute Durchläufe, man hat mal schlechte Durchläufe. Es ist alles eine Frage der Taktik. Was? Unsere Kombination wurde auseinandergerissen? So sieht's aus. Du hast gewonnen. Daher überreichen wir dir dies. 16.800. Und den Mentalorden von Svenja und Ben. Ihr alten Drecksäcke, ey. Der Mentalorden erhöht den Spezialangriff und die Spezialverteidigung von Pokémon. Und du kannst damit die VM Taucher außerhalb eines Kampfes einsetzen. Dies ist ebenfalls für dich. TM04. Gedankengut, ja. TM04 enthält Gedankengut. Dies erhöht den Spezialangriff und erhöht die Spezialverteidigung. Eine Attacke, die perfekt für Psycho-Pokémon ist. Und sie wurden im Pokémon-Verzeichnis eingetragen. Macht's gut, ihr Pisser. Meine Fresse. Ey, ehrlich. Das... Oh, dieser Kampf hängt mir immer noch in den Knochen. Das ist mir so peinlich gewesen in der letzten Folge. Das glaubt ihr gar nicht. So, Kinoko, du bist mal wieder dran. Denn jetzt gibt es ein paar Kämpfe, vor denen wir nicht wirklich Angst haben müssen. Aber
was wir hier sehen können, sie machen ihre Warnung wahr. Sie sind tatsächlich unterwegs, um den Treibstoff zu klauen. Na ihr Penner? Moin. Wie angekündigt, wollen wir den Raketentreibstoff haben? Ja, ich finde das wirklich sehr, sehr human von euch, dass ihr euch so schön ankündigt. Sehr nett. Echt. Und hier mit dem Zubat. Das ist doch schön. Hier ein Zubat. Endlich mal wieder Pokémon, die ich ohne Probleme besiegen kann. Da freut man sich doch. So, und was haben wir als zweites? Pfiffchen. Oh, ja, wer soll... Pfiffchen. Habe ich nie verstanden, warum das hier nach dem Arena-Kampf kommt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich nie verstanden. Kein Treibstoff mehr. Ja, du hast keinen Treibstoff mehr und ihr bekommt auch keinen Treibstoff. Wir warnen dich offen und ehrlich. Wir sind nicht hinterhältig. Ja, das stimmt. Entschuldigung, dass er gerade eine andere Stimme hatte als die anderen Rüpel. Mit seinem Kamaub. Na du? Kleines armes Kamaub. Mal schon, dass du wegkommst. So. Immer schön weg mit dir. Dich braucht keiner mehr, Kamaub. Mach schön Schlafi. Wir sollten heimtückischer sein. Vielleicht solltet ihr das, ja. Um erfolgreich zu sein, sicherlich. Wir sind hinter dem Raketentreibstoff her, welcher im Raumfahrtzentrum gelagert wird. Ja, das weiß ich. Ich habe euren Brief gelesen. Ich hab den wirklich gelesen. Also, ihr überrascht mich jetzt nicht sonderlich. Pupanze. Lepumentas, ey. Dass das hier wirklich dieses Mal das Schlechteste war. Ich fasse es nicht. Bitte kannst du mir etwas Treibstoff geben? Das kleinste Tröpfchen würde schon reichen. Nein, ich habe keinen Raketentreibstoff. Wie sehe ich denn aus? Unser Boss hat mich angewiesen, absolut niemanden durchzulassen. Ich wette, darin bist du total gut. Niemanden durchlassen wird sicherlich deine Meisterleistung sein. Level 26. Wer soll das denn hier ernst nehmen? Ja, jetzt wird er die große Klappe haben, ne? Nachdem ich in der letzten Folge so auseinandergenommen wurde. Aber wir hatten auch Pech gehabt. Echt. Wir hatten einfach Pech gehabt. Das erste Mal hatten wir richtiges Pech und das zweite Mal wollte ich es zu tryhard machen. Und jetzt hatten wir einfach nur Glück und eine gute Taktik. Das macht schon einiges aus. Natürlich, Kinoko, ist in Ordnung. Du brauchst schon das Kamaub vor dir nicht zu treffen. Ich meine, das bringt dir auch nichts. Geht doch. So, und noch ein weiteres Magnalien. Na, das werden wir doch wohl hinkriegen, vorausgesetzt, du triffst es. Auch wenn zwei Angriffsverminderungen schon nichts sind, womit man spaßen sollte, aber ich traue Kinoko zu, stark genug zu sein, um das mit einer sehr effektiven, guten Attacke zu schaffen, ja. Und ich wurde nicht enttäuscht. Dankeschön. Und ihr? Die Gauner von Team Magma haben unser Raumfahrtzentrum ins Visier genommen, aber wir können es niemandem erlauben, den Raketenstart zu gefährden. Hier steht alles, sieht alles etwas marode aus. Trotzdem, die Rakete ist sicher gestartet. Das war der erfolgreiche Start Nummer 7. Ein gigantischer Brocken Metall durchbricht den Himmel und fliegt ins All. Und Team Magma will meinen Traum vernichten. Ich verstehe das nicht. Team Aqua sollte sich um Team Magma kümmern. Aber wenn sie das machen, dann haben wir hinterher ein Problem mit Team Aqua. Wenn Team Magma in der Nähe ist, sind Spaziergänge am Strand bestimmt gefährlich. Ja, glaube ich auch. Könnte gut sein. Ey, aus dem Weg, habe ich gesagt. Bitte sag unserem Boss nicht, dass ich meinen Posten verlassen habe. Ich habe ihn bis zum bitteren Ende gehalten. Nein. Nein, oder? Komm. Oh Gott sei Dank.
Das wusste ich auch nicht, dass es hier verpackt ist. Ey, was ist los mit dir? Wir sind drei. Willst du trotzdem gegen uns antreten? Ja, warum nicht? Du bist ein rücksichtsloses Etwas, oder? Okay, ich fange an. Ich bin schon mal gegen drei hintereinander angetreten. Die Schönheiten bei Tukatsia City, nachdem man Surfer erlernt hat, die ganzen Wasser-Pokémon haben. Und ich meine, die waren auch stärker als ihr hier mit eurem Zubat. Wenn ihr nur einen da abgestellt hättet... Ich hab verloren, ich nah. Ja, nur einen da abgestellt hättet, der... Sei nicht zu erleichtert, jetzt komm ich. ...alle drei Pokémon gehabt hätte und dementsprechend mal auch einen Kampf direkt hintereinander hätte, dann könnte man auch vielleicht solche Fähigkeiten wie von Magnalien besser einsetzen. Wenn man nicht den Kampf jedes Mal wieder unterbricht und von vorne beginnen muss. Aber wer bin ich schon, dass ich sowas vorschlage? Mach's gut, Magnalien. Na, was hat der Letzte? Ich habe auch verloren. Ich wette, du sehnst dich nach einer Pause, aber die gönne ich dir nicht. Ja, du bist halt auch einfach fies. Weißt du? Du bist richtig gemein zu mir. Nachdem ich die Arena-Night hier so fertig gemacht habe. Vor allem... Entschuldigung, Gain-Anfall. Vor allem verstehe ich nicht, warum sich die Arena-Leiter hier nicht in der Lage sehen, das Raketenzentrum wieder freizuräumen. Weil... Ich wette, die könnten das. Wir hätten eine Pause einlegen sollen. Das hätte es wirklich einfacher... Das hätten wir wirklich machen sollen. Das hätte alles einfacher gemacht. Tja, sorry. Nein, eigentlich nicht, sorry. Oh, das sind auch noch Leute. Moin. Die Magma, ob sie auch ins Weltall fliegen wollen? Wenn viel Magma in Raketentreibstoff nimmt, kann ich nicht ins All fliegen. Sie dürfen mit so einer Schandtat einfach nicht davonkommen. Warum will die Magma unsere Raketentreibstoff überhaupt haben? Keine Ahnung. Vielleicht finden wir das gleich raus, wenn wir bei deren Boss sind. Hey, Troy. Die Magma. Was wollt ihr mit dem Raketentreibstoff? Da du so wissbegierig bist, werden wir dich aufklären. Wir wollen den Treibstoff über dem Schlotberg abwerfen. Nun, wo Grudon weg ist, hat dieser Berg keinen Nutzen mehr für uns. Daher werden wir den Vulkan mit Hilfe des Treibstoffs zum Ausbruch bringen. Das wird wild. Oliver, hilfst du mir? Dann lass uns als Team kämpfen. Bist du bereit? Ja klar, warum nicht? Wir fangen an mit Benevento, machen weiter mit Garrison und haben am Ende unser Kinoko. Und wir stehen jetzt an der Seite von Troy. Mit Metang, Panzer Aeron und Stolos. Unser Team ist tatsächlich sogar stärker als seins. Nur ein einziges Level im Gesamten, aber unseres ist stärker. So, beginnt mit Magnalien und Kamerupt. Verdammt! Ich hab gehofft und gedacht, dass es mit X-Bad losgeht. Nur deswegen habe ich Benevento in den Anfang gepackt. Das wäre ja sonst nicht meine logische erste Wahl gewesen. Aber gut. Fangen wir an mit Spukball. Und knallen dem Kamerupt schon mal richtig einen in die Fresse. Magnalien verlangsamt uns. Fände ich nicht geil. Aber müssen wir durch. Sehr gut. Metan kümmert sich um Magnalien. Das ist wunderbar. Kamerupt setzt allerdings Amnesie ein. Und das ist wieder nicht so geil. Ja, wir können höchstens das die 42 ab. Ich weiß halt nicht, wie viel das hat. Warum auf Benevento? Ach, Mann, ey. Psychokinese. Kümmer dich doch lieber um das Magnalien. Ich mach den Rest schon. Also vielleicht auch nicht, wie man hier sehen kann, aber rein theoretisch hätte ich das gemacht. Ah, oh, jetzt habe ich auch noch die falsche Attacke eingesetzt. Also, die richtige Attacke, aber aufs falsche Pokémon mal wieder. Kennt man ja. Okay. Kamerupt ist wenigstens down. Das ist schon mal nicht schlecht, wenn auch nicht gut. Da ist das Pokémon, weshalb Benevento eigentlich da ist. Oder zumindest eins davon. Und lass mich raten. Oh,
Es trifft tatsächlich. Aber ich glaube nicht, dass es lange überleben wird. So, Donnerblitz, Golbat. Und Benevento sollte weg sein. Ja! Hat super geklappt. Mein Plan ist wieder richtig gut aufgegangen. Bin richtig stolz. Echt. Ich habe einfach keine Worte mehr. Ich habe einfach keine Worte mehr. Okay, Metang. Ja, ja, ja. Ist halt verwirrt. Passiert. Ah, natürlich triffst du dich selbst. Why not? So, Hitzekoller auf Golbat. Ich glaube, mein Plan mit dem Hitzekoller und Spezialangriff und einer Feuerfeger einzusetzen, ich glaube, den kann ich auch vergessen. Weil irgendwie laufen Hitzekoller und Feuerfeger komplett auf einer Schiene. Aber sowohl auf der Schiene Spezialattacke als auch auf der Schiene physische Attacke. Ich verstehe es nicht. So, da kommt das. Ja, Neutral Torso von Metang. Wir wissen's. Garrison wird langsamer. Das ist auch in Ordnung. So, jetzt mach bitte das starke Magnalien platt. Oder triff dich selbst. Gut, von mir aus auch so. Verhöhner. Bitte das starke. Ja, oder so. Gut. Ja, ist in Ordnung. Habe ich nicht mit gerechnet, ist aber in Ordnung. Wow. War ein krankes Viech. So, und jetzt genau, jetzt müsste langsam die Verwirrung weg sein. Und auch die nicht sehr effektive Attacke sollte jetzt einiges, naja... Einiges vielleicht nicht, aber jedenfalls nicht wenig. Erdbeben. Ach, da freue ich mich aber. Da ist aber toll, dass Garrison jetzt besiegt ist. Ah, doch nicht. Aber Metang ist weg. Aber ihr versteht, was ich meine, von wegen, dass ich nicht verstehe, warum der Kampf hier nach dem Arenaleitern kommt, weil die Arenaleiter eindeutig schwächer sind. Ihr wisst, was ich meine, ne? Weil die Arenaleiter eindeutig stärker sind. Gut, jetzt im zweiten Revanchekampf weiß ich, dass es anders aussieht. Warum machst du Schutzschild? Warum kannst du mir nicht einfach helfen, das letzte Pokémon auch noch zu besiegen? Vor allem, weil es mich angreift, weil es sehr effektiv ist. Warum kannst du mir nicht einfach helfen, Troy? Und das größte Problem an der ganzen Geschichte ist... Kinoko hat eine Vierfachschwäche. Und das heißt, ich bin gleich schon wieder besiegt. Oh Gott sei Dank schläft es. Oh Gott sei Dank, ey. Troy, du bist ein nutzloses Stück Dreck. Tut mir leid, es dir genau so ins Gesicht werfen zu müssen. Du kannst nichts. Alter, ehrlich. Ich wollte doch nur die Landmasse vergrößern. Ich stehe auf der Seite vom Boss. Wir konnten den Vulkan nicht zum Ausbruch bringen. Wir konnten Grudor nicht kontrollieren. Ist unser Plan, die Landmassen zu vergrößern, vielleicht doch falsch? Wenn wir Team Magma uns geirrt haben, dann liegt Team Magma mit seinem Plan, das Meer auszuweiten, vielleicht genauso falsch. Gut, ich werde den Treibstoff hier lassen. Es gibt wichtigere Dinge, um die ich mich kümmern muss. Oh, das war nervenzerreißend. Danke, Oliver. Ich habe hier was, das ich dir als Dankeschön für deine Hilfe geben möchte. Komm mich bitte besuchen. Ach so. Ich lebe nicht in Metaros City. Ich lebe hier auf der Insel. So, Leute. Gern geschehen. Ey, das wäre schon wieder fast in die Hose gegangen. Ich fass es nicht. Warum haben wir denn in letzter Zeit so viele Probleme? Ich kann's halt wirklich einfach nicht begreifen. I don't understand this shit. Aber gut, wir haben's ja geschafft, ne? Na, Troy? Oliver,
Ja, das ist mein Zuhause. Peinlich, wie kahl die Räume hier sind, ja? Oh, hier, nimm diese VM. Sie enthält Taucher. Ich habe das meinem Pokémon schon beigebracht. Dankeschön. Wenn du Surfer einsetzt und über das Meer gleitest, wirst du dunkle Stellen im Wasser bemerken können. Setz hier Taucher ein und du kannst hinab bis zum Meeresboden. Und wenn du wieder auftauchen möchtest, setzt du ebenfalls Taucher ein. An manchen Stellen ist das Auftauchen allerdings nicht möglich. Danke, Troy. Eieiei. Was eine Folge. Beziehungsweise was für zwei Folgen. Wie chaotisch die Welt sein kann. Na gut. Wir können jetzt tauchen und damit können wir hoffentlich das U-Boot von Team Aqua aufspüren. Aber vor allem finde ich wunderbar, dass wir jetzt tauchen können. Aus einem bestimmten Grund. Ja, wir haben hier auch noch sehr viel Tauch. Wobei, ich mache das jetzt als erstes. Die ganze Tauchfläche, die wir hier so in der Umgebung haben. Ich glaube, das wird besser, wenn wir die möglichst schnell abklappern. Damit ich die da nicht wieder die Hälfte irgendwie vergesse. So, benutzen wir Superschutz. Und benutzen wir Beneviento als erstes Pokémon. Wegen Nachtnebel funktioniert es meiner Meinung nach am besten zum Anschwächen. Und hier haben wir die erste Taucherstelle. Ach, wir haben noch niemandem Taucher beigebracht. Das könnte problematisch dabei sein, wenn man tauchen möchte. So, wo haben wir es denn? Da, VM8 Taucher. Waldemar. Wir brauchen einmal bitte eine neue Attacke von dir. Wunderbar. Okay. Das Meer ist an dieser Stelle sehr tief. Wir können tauchen. Und hier gibt es nichts. Hier ist ganz schön langweilig. Und hier gibt es allerdings was, wie man gerade schon gesehen hat. Versteckte Items sind unter Wasser immer ziemlich einfach zu finden. Eine Perle, wunderbar. Das Licht schimmert von oben herab. Möchtest du wieder Taucher einsetzen? Werden wir hier gefragt. Und ja, natürlich wollen wir das. Hier gibt es das nächste Stückchen. Hier kann man einiges finden und unter anderem eben auch dieses Unterwassergras. Dieses Seegras hier. Und da kann man Unterwasser-Pokémon drin finden. Und da habe ich auch drei auf unserer Liste stehen, die wir unbedingt brauchen. Und die würde ich bis zur nächsten Folge selbstverständlich holen uns. Genau, aber dennoch würde ich jetzt noch ein paar Taucherstellen abklappern, bevor ich das Ganze mache. Wir sind jetzt bei 23 Minuten, ein bisschen können wir noch. Das kriegen wir schon hin. Licht schon mal von oben herab. Ganz wunderbar ist er das. Und wer ruft uns an? Maike. Hi Oliver, ich war vor kurzem im Flossbrunnen. Da habe ich im Himmel ein riesiges grünes Pokémon fliegen sehen. Ich hatte sowas noch nie zuvor gesehen. Ich frage mich, was das für eins war. Ob das wohl eine bahnbrechende Entdeckung war? Bip. Könnte sein. Wer weiß das schon? Ich weiß nur, dass das Meer an dieser Stelle hier tief ist und wir deswegen einmal tauchen können. Zum einen gibt es hier schon eine Herzschuppe. Zum anderen würde es hier Pokémon geben. Ich glaube, ich würde euch wenigstens eins zeigen, wenn unser Schutz gleich nachlassen sollte. Ja, da hat er schon nachgelassen. Und da ist auch schon eins. Ein Perlu. Hallo Perlu. So, Nachtnebel bitte. Das war schon gar nicht mal so unknapp. So, was haben wir denn hier so für Bällchen? Wir haben hier noch einen Tauchball, einen letzten Superball. Nehmen wir auch erstmal den. Tauchball und Netzball können wir dann später probieren. Ja, hat geklappt. Wunderbar. Perlu, Muschel. Perlu fängt die Beute mit seiner Schale. Die Perle, die bei der Entwicklung entsteht, soll angeblich eine geheimnisvolle Energie besitzen. Nein, Perlu kriegt keinen Spitznamen. Ja, hier kriegen wir ein bisschen Calcium. Und die große Frage, was kriegen wir, wenn wir hier auftauchen? Die Preisfrage.
Wir kriegen nichts. Wir kriegen einfach nichts. Das ist doch toll. Nichts ist doch wunderbar. Vielleicht gibt es da irgendein verstecktes Ding, aber brauchen wir nicht. Hier oben. Ah, hier kann auch nochmal auftauchen. Vielleicht ist das schon ein bisschen sinnvoller. Ja, das sieht eindeutig sinnvoller aus. Ein Purpurstück. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Wir haben übrigens sehr viel Glück, dass wir gerade gar keine Pokémon begegnen. So, aber ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war die heutige Folge mit dem zweiten Revanchekampf gegen Ben und Svenja und mit dem Kampf gegen Team Magma in Kooperation mit dem unklugen Troy. Naja, ich werde hier noch ein bisschen ersticken, wisst ihr ja, und werde ein paar Unterwasser-Pokémon fangen und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder, wenn wir zum einen noch so ein bisschen unter Wasser rumschwimmen und zum anderen auch versuchen, an einen Ort zurückzukehren, an dem wir schon mal waren, wenn ihr euch erinnert, wo ich damals nur sagte, da brauchen wir Taucher, um noch weiterzumachen. Fürs Erste sind wir da fertig. Lasst euch überraschen. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao!